Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem Food Haul. Ich bin leider total erkältet, also es kann sein, dass ich ein paar Mal schniefe, ein paar Mal huste. Aber wir waren gerade unseren Großeinkauf Anfang des Monats machen und den zeige ich euch natürlich wieder. Und ja, fangen wir mal an. Wir waren im Lidl und im Rewe und... Und im Jawohl, da habe ich auch zwei Sachen gekauft, die zeige ich euch. Emi, du sollst bitte einen Schlafanzug anziehen. Da habe ich Sanella mitgenommen, die hatten sie für 65 Cent. Und die Kerigold, die war auch für 65 Cent. Und Kaffee habe ich da mitgenommen. Einmal Typ Kaffee-Crema und einmal Typ Mokka. Waren im Angebot für 1,49. So, dann kommen wir zu den Sachen aus dem Lidl. Da habe ich geholt Erdbeeren und zwar viermal. Eine Kiste Mandarinen. Ich habe Premium Weintrauben mitgenommen. Milchreis. Snackgurken. Bio-Bananen, weil sie die anderen Bananen nicht mehr hatten. Weiße Champignons, Paprika, einmal Feldsalat, Tomaten, nochmal Milchreis. Ich habe fettarme Joghurts mitgenommen und zwar einmal mit Erdbeer. Ich muss gerade mal ein bisschen hier rumhantieren. Ich glaube, die anderen sind in der anderen Tüte. Dann habe ich Salzstangen mitgenommen. Ich habe einen mit Pfeffer, aber das kann ich abschneiden. Zweimal Schinkenbraten mitgenommen für den Emil. Der isst ja so gerne Schinken. Für mich kam mit Kasslerbraten. Die kleinen Bananen kamen mit. Jetzt, das ist auch noch aus dem Lidl und zwar die Vasa, die esse ich sehr, sehr gerne und einmal Pudding zum selber anrühren. So, und das, was jetzt kommt, ist alles aus dem Rewe. Ist ein bisschen hin und her gespringe, aber ich habe es ein bisschen gemischt. Dort habe ich zweimal Brot mitgenommen, einmal mit Sonnenblumenkerne und einmal so helles. Das hier kam 77 Cent und das kam 58 Cent und die reichen für mich und Emil. Ich esse ja sowieso nicht mehr viel Kohlenhydrate, ich gewöhne es mir mittlerweile immer und immer mehr ab. Dann habe ich drei Eisbergsalate mitgenommen, die waren im Angebot. Natürlich für die Schweinchen und für uns. Dann kam mit zweimal Mango. Wir brauchen aber noch ein bisschen zum Reifen. Dann kam mit Philadelphia. Emil und ich lieben diesen Philadelphia, der ist super lecker. Davon kommt gleich einer mit auf den Abendbrotstisch. Dann, ich habe wieder Schnäppchen geschlagen. Dann kam mit Landliebe Milch und zwar mit Schokolade und Kaffee für mich. Für Emil nochmal Vanille und nochmal Kaffee für mich. Die kamen nur noch 59 Cent. So. Dann habe ich für mich mitgenommen Fruktiv, Gartenfrüchte und zwar Pflaume, Apfeltraube und Grapefruit, Dragonfruit und die sind sogar noch recht lange haltbar. Ich glaube bis zum 10. Februar. Ich weiß gar nicht, warum sie die herabgesetzt haben, aber nur noch 69 Cent. Ja. Deswegen kamen die auch mit. Dann habe ich Weinstephan-Milch mitgenommen. Die war herabgesetzt auf 39 Cent. Die ist noch zwei Tage haltbar, aber nur weil da jetzt drauf steht, noch zwei Tage, ist sie in zwei Tagen ja nicht hinüber. Ich habe für mich Hähnchenfleisch in Schweinegelatine mitgenommen für Emil Bärchenwurst. Dann kam für Emil Wackelpudding mit. Da kam nur noch 49 Cent.
Dann kam Monte mit für 99 Cent. Und Frühlingsquark für 85 Cent von Meram. So, jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren, damit ich euch den Rest auch noch zeigen kann. Das war also alles aus dem Rewe und jetzt kommt der Rest aus dem Lidl. Da ist dann nochmal eine Erdbeerpackung oder mehr gesagt drei. Dann habe ich Brokkoli mitgenommen. Den möchte ich mir morgen gerne zum Mittag machen. Dann war im Angebot die Sandwichscheiben. Die essen Emil und ich immer ganz gerne. Die waren für 99 Cent. Da habe ich den gleich dreimal mitgenommen. Einmal Emmentaler, einmal mit Gouda Light und einmal Normal Gouda. Komm her. Einmal kurz den Pullover. Zack, bitte. Dann habe ich natürlich wieder Milchreis mitgenommen mit Zimt, den Originalen. Momentan stehe ich total auf Milchreis. Nochmal den Originalen. Dann habe ich mir körnigen Frischkäse mitgenommen. Hier ist der fettarme Joghurt mit Vanille. Dann habe ich Fruchtjoghurt mitgenommen mit Kokoseimer, einfach zum Kosten. Für Emil, jetzt wo ich momentan krank zu Hause bin, kann ich ihm auch sowas mal morgens für die Kita fertig machen. Nochmal einen normalen, einen mit Kirsche. Himbeerjoghurt. Dann kam eine kleine Vanillesoße mit, die ist für ihn mit Wackelpuddings. Ich habe viermal den Speisequark mitgenommen. Nochmal und nochmal. Moment, Emil. Dann habe ich vier Kaki gekauft. Nochmal Milchreis. Ich liebe Milchreis momentan, hatte ich das schon erwähnt. Zwei Camembert, die sind irgendwie teurer geworden. Das wird nicht teurer. Ein Fruchtjoghurt mit Pfirsich-Maracuja. Dreimal Haarmilch. Einmal noch den Philadelphia mit Kräuter. Und dreimal Haarmilch und noch zweimal frische Milch. Und das war's. Das war unser Einkauf. Ihr könnt uns gerne einen Daumen nach oben geben, wie Emil schon zeigt. Ansonsten wünschen wir euch einen tollen Tag und sagen bis ganz bald zu einem nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.